Hallo, das gibt ein kurzes Tutorial, in dem ich Ihnen zeigen will, wie man ein vortrainiertes Modell benutzen kann. Diese vortrainierten neuronalen Netze, hauptsächlich die aus dem großen ImageNet-Wettbewerb, die sind recht weit verbreitet, weil das sind die ganzen Convolutional Layer, die ganzen Filter eben schon ordentlich trainiert und die können verwendet werden für alle möglichen Arten von Bilderkennungsaufgaben. Ja, weil die Filter kann man natürlich auf unterschiedliche Aufgaben anwenden und muss sie eventuell überhaupt nicht mehr nachtrainieren, sondern es genügt eventuell nur, einen kleinen Klassifizierer nachzutrainieren, also sprich den Klassifizierer, die Dense Layer, die hinter den Filtern kommen, die nochmal neu zu trainieren. Vielleicht kann man auch die Filter nochmal ganz vorsichtig nachtrainieren, aber eher vorsichtig, damit man nichts kaputt macht. Wenn man so ein fertiges neuronales Netz benutzen will und da nichts dran ändern will, dann spricht natürlich gar nichts dagegen, wenn man sich dann das Leben möglichst leicht macht. Das heißt, da ist eventuell KNET und Julia nicht die richtige Plattform dafür, weil man will ja gar nicht unter die Motorhaube schauen. Man will ja dann nur sehen, man will dann nur das neuronale Netz als Ganzes, als Blackbox einfach verwenden. Und so eine Blackbox-Anwendung und wie einfach die geht, das zeige ich Ihnen hier ganz kurz in dem Tutorial. Ich gehe, wie gesagt, den allereinfachsten Weg. Und zwar, ich nehme Modelle aus TensorFlow. Warum? Google hat die größten Rechner und die Modelle, die es in TensorFlow gibt, sind einfach super gut trainiert. Man kann auch aus allen möglichen anderen Quellen vortrainierte Modelle holen. Aber es spricht eigentlich nichts gegen die TensorFlow-Modelle. Außerdem gibt es mit Keras eine super einfache API um das, oder vor dem TensorFlow, sodass man das auch ganz einfach benutzen kann. Ich habe Ihnen hier mal ein kleines Notebook vorbereitet. Das ist ein Jupyter-Notebook und da stehen schon alle möglichen Imports drin. Ich habe TensorFlow installiert, dann ist Keras mit dabei. Und wir brauchen als erstes mal, das Wichtigste ist diese Zeile hier, from TensorFlow Keras Applications VGG Import VGG 16. Das ist das Netz, das ich jetzt mit Ihnen mal ausprobieren will. Hier oben habe ich Ihnen auch den Link reingemacht auf die Applications. Wenn wir da mal draufklicken, dann sieht man, welche Keras Applications es gibt. Und da sehen Sie die ganzen Modelle, die auch in der Vorlesung dran kamen, die gibt es da. Es gibt auch noch mehr, nämlich die neueren Modelle, die sind auch sehr interessant. Das MobileNet ist zum Beispiel eins, das ist darauf optimiert, dass es ganz klein ist und möglichst schnell ist. Und Sie sehen, das MobileNet, das sehr schnell ist, hat trotzdem eine extrem gute Accuracy. Die EfficientNets sind auch ganz interessant, die sind nämlich auch auf schnell trainieren und kleine Größe optimiert. Und so ein EfficientNet ist vielleicht also auch eine Wahl. Ja? Also wenn Sie nur möglichst gute Ergebnisse wollen, dann ist vermutlich ein ResNet das Beste. Wenn Sie aber was haben wollen, was sehr schnell ist, vielleicht in Echtzeit funktioniert, dann würde man eher so ein MobileNet oder so ein EfficientNet nehmen. Wir nehmen jetzt einfach mal eine einfache Architektur, die man auch noch versteht, nämlich hier so ein VGG 16. Die Architektur haben Sie noch im Kopf, wir schauen sie uns gleich auch nochmal an. Die ist einfach, aber nicht klein. Da ist durchaus schon auch was dran. Dann die anderen Imports, auf die gehe ich im Laufe des Tutorials ein, wenn wir sie brauchen. Das Verwenden von so einem Netz ist ganz einfach. Ich kann das nämlich einfach instanzieren, wenn ich das entsprechende Paket eingeladen importiert habe. Dann kann ich einfach sagen, irgendein Modell ist VGG 16. Ich gebe jetzt gar keine Parameter an. Wir können gleich mal schauen, welche Parameter es da noch gibt. Zack, er mag es nicht. Ich sollte natürlich die Imports auch machen vorher. Also ich mache mal kurz die Imports. So, jetzt instanzieren wir. Und das dauert ganz kurz. Theoretisch sollte da ein Fortschrittsbalken kommen, weil tatsächlich wird das Modell runtergeladen, das aktuelle Modell wird runtergeladen. Ja, es gibt hier Parameter, die man angeben kann.
Das funktioniert. Okay. Ja, ich werde die Hilfe mal angucken. Kann ich das größer machen? Kann ich nicht? Okay, auch egal. Die Parameter sehen Sie hier, also Include Top. Bei Google gehen die neuronalen Netze merkwürdigerweise immer von unten nach oben. Ja, der Input kommt unten rein ins neuronale Netz und das Ergebnis kommt oben raus. Das heißt, mit Include Top meinen die, ob der Klassifizierer, ob die Dense Layer, die am Ende des neuronalen Netzes kommen, nämlich bei Google obendrauf, ob die dabei sein sollen oder nicht. Wenn Sie tatsächlich Bilder klassifizieren wollen wie ImageNet, dann nehmen Sie das komplette Modell mit dem Top. Das möchte ich jetzt so machen, deshalb habe ich das so gelassen. Wenn Sie das Modell anpassen wollen auf Ihr eigenes Problem, dann würde man vielleicht diese Dense Layer nicht mitnehmen und eigene dahinter machen, die man dann auch trainieren muss. Ja, dann kann man sagen, wo sollen die Gewichte herkommen? Wir nehmen die ImageNet-Gewichte, das sind die, die am besten hier trainiert sind. Dann kann man die Shape vom Input noch angeben. Wenn die Bilder eine andere Größe haben wie bei ImageNet, der normale Input-Layer hier ist natürlich für ImageNet gedacht, das sind die 224 mal 224 Pixel. Und das gleiche gilt für die Klassen. ImageNet hat 1000 Klassen. Wenn Sie eine andere Zahl von Klassen haben, also es gibt den Output-Layer, ja, dann können Sie auf diese Art und Weise den Output-Layer angeben. Pooling gibt nochmal die Option, nach dem letzten Filter-Layer einen Pooling einzuführen oder nicht. Schauen wir gleich in der Übersicht, wie das aussieht. Ich mache das hier mal zu, weil wir können natürlich hier ein Summary machen. VBG.Summary. Jetzt sind wir hier wieder in Python. Da muss man wieder die richtige, in Anführungszeichen, Java-ähnliche Objektorientierung nehmen. Also Summary ist hier die Objektmethode. Und dann sehen wir die Summary von unserem Netz, das wir runtergeladen haben. Sie sehen, der Input-Layer, wie ich gerade gesagt habe, ist 224 mal 220 groß, drei Ebenen, es sind Farbbilder. Dann kommen im ersten Block zwei Convolutional Layer, der Pooling Layer, im zweiten Block zwei Convolutional Layer, der Pooling Layer, im dritten Block und so weiter und so weiter und so weiter. Und hier kommt jetzt nach dem fünften Block nochmal ein Pooling Layer, der die Größe hier von 14 mal 14 auf 7 mal 7 reduziert. Dann ist unser Feature Extractor abgeschlossen. Wir haben am Ende vom Feature Extractor einen Tensor, der ist 7 mal 7 mal 512 groß. Das sind 25.088 Neurone. Die ziehen wir einfach in die Länge, dass es ein eindimensionaler Vektor ist, beziehungsweise für die Mini-Batch eine Matrix. Eine zweidimensionale. Und dann kommt unser Klassifizierer mit zwei Dense-Layern und dem Output-Layer. Ja, 2 mal 4096 und dann für ImageNet die 1000 Klassen. Ja, das Summary sagt uns auch noch, wie viele Parameter. Wir sehen hier insgesamt 140 Millionen trainierbare Parameter haben wir in dem neuronalen Netz. Es gibt einen Flag, wo man dann auch sagen kann, nicht trainieren, wenn man vielleicht einzelne Schichten davon nicht trainieren will. Aber wir lassen es einfach mal so. Wir wollen ja gar nicht trainieren. Sondern was ich Ihnen zeigen will, ist, wie einfach man jetzt so ein fertiges neuronales Netz in Keras benutzen kann, um eine eigene Klassifizierung zu machen. Und ich habe mir hier mal ein Bild runtergeladen von der Google Bildersuche. Das will ich hier mal laden. Load Image gibt es, genau. Und das Bild heißt Cat224.png. Ja, das gibt es sogar. Wunderbar. Ich kann hier noch angeben, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber nur damit Sie sehen, dass das geht. Ich kann gleich die Target Size mit angeben. 224. 224. Das heißt, wenn meine Bilder eine andere Größe haben, könnte ich die gleich auf diese richtige Größe mit dem Image Loader zurechtschnippeln. Das ist ganz nett. Ich glaube, bei Python muss ich das nochmal extra sagen hier, damit ich das Bild dann auch sehe. Ja, da ist es.
Also, da sehen Sie, das ist mein Bildchen, 224 mal 224 Pixel groß, und da ist offensichtlich eine Katze drauf. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn wir haben jetzt zwar das Bild schön geladen, das geht ganz einfach, aber mit Bildern kann unser neuronales Netz ja nichts anfangen. Wir brauchen wieder numerische Arrays, oder zumindest ein numerisches Array draus, einen Input-Tensor, am Ende sogar einen vierdimensionalen Input-Tensor, so wie immer. Das heißt, wir nehmen die Hilfsfunktion hier Image to Array, und ich sage einfach, g ist gleich Image to Array, img, und das ist jetzt ist unser Image kein Bild mehr, sondern schon ein dreidimensionaler Tensor. Und jetzt brauchen wir noch als nächstes tatsächlich den vierdimensionalen Tensor, und ich kopiere das mal hier rein, dass es schneller geht. Da gibt es in Python natürlich auch eine Reshape-Funktion. Die Reshape-Funktion, die bekommt ein Tupel aus den Dimensionen, die man haben will. Und ich will jetzt einen vierdimensionalen Tensor haben als Ergebnis. Das bedeutet, ich muss hier einen Tupel aus vier Werten angeben. Drei Werte sind genau das Shape, den mein Image schon hat, natürlich. Und der vierte Wert ist die 1, weil ich im Prinzip eine Minimatch habe aus einem Sample. Was Ihnen hier auffällt, ist, die 1 steht hier vorne. Wir hatten bisher die 1 immer hinten stehen. Das hängt einfach damit zusammen, dass in der Python-Welt die Indizes von Tensoren andersrum durchgezählt werden, wie in der Number-Crunching-Welt. Also alle Programmiersprachen, die echtes Number-Crunching machen, Fortran, MATLAB, Julia eben auch, andere Number-Crunching-Sprachen auch, die zählen die Array-Indizes so, wie es auch Mathematiker machen, nämlich der erste Index zählt die Zeilen und der zweite Index die Spalten und so weiter. Alle Programmiersprachen, die sich irgendwie von C direkt ableiten, die machen das anders. Aus irgendeinem Grund, obwohl Fortran, glaube ich, genauso alt, wenn nicht gar älter ist als C, und die das schon richtig hatten, haben die C-Erfinder das aus irgendeinem Grund falsch gemacht. Und eigentlich fast die ganze Informatikwelt hängt jetzt eben mit dieser falschen Reihenfolge der Indizes rum. Das ist ziemlich blöd. Es ist, wenn man was sich Tensorarithmetik überlegt, ist es blöd, weil man immer andersrum das hinschreiben muss, dann, wie man sich's denkt. Es ist auch von der Implementierung her nicht ganz so günstig. Es ist auch umständlicher und langsamer, wenn man das so rum implementiert. Aber hilft nichts, es ist halt nun mal so. Außer man geht eben auf eine Programmiersprache, die das richtig macht. Wie gesagt, Numerikbibliotheken sind nicht umsonst meistens bis heute in Fortran geschrieben. Und Julia ist eben auch die performantere Number-Crunching-Sprache verglichen mit Python. Aber egal, man kann damit auch leben, man muss es halt wissen. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie unsere Mini-Batch jetzt aussieht, dann sehen wir, jetzt haben wir tatsächlich ein vierdimensionales Array. Ja, man kann hier die Klammern zählen, es sind vier Klammern. Und wir gehen mal davon aus, dass es die richtige Shape hat jetzt, genau. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Da oben steht Prepare, Standardisierung. Wenn man in der Publikation liest, der Oxford-Gruppe, die dieses VGGNet erfunden haben, dann schreiben die da rein, die einzigste Datenvorbereitung, die sie gemacht haben, ist, dass sie den Mittelwert aller RGB-Werte vom gesamten Trainingsdatensatz berechnet haben und diesen Mittelwert von jedem Pixel aus dem ganzen Datensatz abgezogen haben. Das heißt, wenn man das jetzt nachmachen will, müsste man hergehen, den gesamten Trainingsdatensatz, den gesamten Image-Schnitt-Datensatz runterladen, den Mittelwert von allen Pixeln ausrechnen, die da drin sind. Das ist ein bisschen umständlich. Deshalb liefert uns TensorFlow hier direkt eine Funktion mit, eine Prepare-Funktion mit, die uns das macht, die den richtigen Wert kennt und die das macht. Die Funktion, die heißt Preprocess Input, und die kommt aus dem VGG-Paket. Ich kann mal nach oben scrollen. Ja, hier Preprocess Input aus dem VGG 16-Paket. Das heißt, die macht genau das für dieses Modell, das wir runtergeladen haben, das richtige Preprocessing. Und wenn wir uns das nochmal angucken, ja, jetzt sind die Werte
negativ und positiv. Das heißt, die sind jetzt, da ist der Mittelwert abgezogen, die sind jetzt um 0 rum verteilt. Warum die das nicht auch durch 255 geteilt haben, weiß ich nicht. Scheinbar war es so tatsächlich ein bisschen besser am Ende. Okay, ich speichere mal das Modell ab. Jetzt müssten wir eigentlich so weit sein, dass wir ein Predict machen können. Ja, wir können einfach sagen, VWG heißt unser Netz, Punkt Predict dazwischen und geben unsere Mini-Batch an und wollen das Ganze vielleicht noch irgendwo abspeichern. Und ich führe es mal aus und hoffe mal, dass es nicht kracht. Und es ging recht schnell. Wunderbar. Das Y, was steht da drin? Ja, Y ist der Output von meinem neuronalen Netz. Das sind die 1000 Klassen. Und eine dieser 1000 Klassen, die hat den größten Wert. Die könnte ich jetzt mit Max oder so raussuchen. Es gibt aber, wenn Sie nach oben wieder schauen, hier auch noch mal eine zusätzliche Funktion, die in dem Paket drin ist, die heißt Decode Predictions. Die kann ich verwenden, weil Decode Predictions gibt mir dann direkt den Label als Text. Da muss ich das auch nicht von Hand machen. Ja, also ich kann direkt sagen, Label ist gleich Decode Predictions von meinem Y. Und das ist wieder ein Tensor. Ich möchte nur das erste Element wissen. Halt, das ist in dem Fall 0. Ja, wieder aufpassen, wenn wir fangen bei 0 an zu zählen. Und jetzt nehmen wir die Print-Funktion, da muss ich immer ein bisschen nachdenken. Das ist ja wieder so unglaublich umständlich, einen Print zu machen, um was auszugeben, aber es geht wenigstens überhaupt mittlerweile in Python 3. Also Print else, formatiertes Ausdrucken, so ähnlich wie in C. Nur die Syntax ist ein kleines bisschen anders. Prozent muss ich schreiben und jetzt muss ich immer Prozent abtrennen, was ich ausdrucken will, nämlich das Tupel meiner Werte. Das ist Label 1 in dem Fall und Label 2. Das ist die Likelihood, ja, die negative Log-Likelihood. Und die mache ich mal runter, dass es besser lesbar ist. Und mal gucken mal. Jawohl, ja, funktioniert. Also das VWG sagt uns hier, das ist eine Tigerkatze. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 77,06%. Das sieht so aus, das ist eine Tigerkatze. Sie sehen also, das VGG funktioniert. Ja, das ist noch nicht mal das beste ImageNet-Gewinnernetz, sondern ein gutes nur. Aber es erkennt richtig, was auf diesem Bild ist, ohne dass wir was trainieren müssen. Und Sie haben auch gesehen, das ist hier bei mir lokal auf dem Laptop. Das geht sehr, sehr schnell. Das können Sie also für Bilderkennungsaufgaben direkt verwenden und geht ratzfatz. Jo.